Natürlich ist er ist doch nicht zu fassen. Ausdauer braucht man, wenn man das nicht lesen will. Ja, moin. Coole Sache das. Also, ich muss jetzt mal sagen. Ich habe mich noch nie so nackig gefühlt, selbst mit einer gottverdammten AK. Du hast das Gefühl, du hast nichts. Nichts. Ich muss nach. Mal ganz klar daneben. Er ist dem Pfeil jetzt nicht wirklich ausgewichen, oder? Okay. Kann ich das nochmal reparieren? Ich werde es auf jeden Fall gebrauchen können. Weiß ich jetzt schon. Nö. Kannst du nicht mal zum Teil reparieren? Am geilsten finde ich echt, wenn sie ausweichen. Kann auch so hochziehen, wie man will. Man trifft nie den scheiß Schädel, ne? Ist doch echt zum Kotzen. Und dann kommen auch noch jedes Mal so eine blöden Mistviecher da raus. Machst einen tot. Spiel schon mit Maus und Tastatur und du kriegst die Leute nicht weggeschossen da. Die Mistviecher. Komm schon. Alles klar. Ohne Scheiß. Das war's für dich. Du bringst einen um. Und da ploppt. Ploppt einer da hinten wieder raus. Alles klar.
Das Messer ist sowas von unnütz. Ist noch nicht tot. Ist er natürlich nicht. Sag mal, Alter. Ist denn das normal? Also normal ist das doch jetzt wohl nicht gewesen. Aha. Aha, aha, aha. Ich kann jetzt hier also ganz cool. Spezialwaffe Rückstandbolzen. Ich habe jetzt gerade nicht genau verstanden, was das war. Inventar. Mal irgendwo konnte ich mir doch meine Gegenstände anzeigen lassen. Da. Ein Armbrustbolzen, der sein Ziel im Wahnsinn treibt. Nice. Wenn das jetzt so viel bringt, weiß man jetzt nicht. Also, keine Ahnung, ob das bei Zombies irgendwas bringt. Ich glaub's fast nicht. Mal kurz eindecken mit Sunny-Kram. Das brauche ich. Weil er nimmt ja jedes Mal auch wieder was Neues, ne? Also wenn du Heilung machst mit so einer Notfallheilung, nimmt er immer so ein großes Päckchen, glaube ich. Gar nicht anstrengend. Hier oben nicht auch noch irgendwie eine Leiche, die ich... da liegt noch was. Hier oben war ich gar nicht, ne? Asche auf mein Haupt. Kann die Leiter aber auch nicht hochklettern, warum auch? Jetzt. Achso, hier dich raussnipen können oder was? Wow. Rennt schon wieder so ein Haufen Mistviecher rum. Also hier ist wirklich ganz schön was los, ne? Das ist jetzt doch nicht dein Ernst. Und gleich wieder zwei. Das war zwei, drei. Ich habe direkt mein Motorrad umgeworfen. Na, Alter.
Das kann doch jetzt wohl nicht sein. Ich wollte nämlich ganz klassisch gerade mit dem Motorrad abhauen. Aber das scheiß Ding lebt. Also umgekippt halt, ne? Endlich. Könnte ich jetzt bitte einfach verschwinden? Also draußen sollte man sich nicht in der Nacht rumtreiben, habe ich das Gefühl. Da unten ist halt noch ein Nest, ne? Halt auch einfach nichts. Im Nahkampf. Oh ja. Ja. Nein, du hast irgendwann alles voll. Und dann passiert so eine Scheiße und du hast nichts mehr, ey. Dass ich wenigstens statt der blöden Kutte einen Rucksack aufsetzen würde, das würde mehr bringen. Definitiv. Nägel habe ich genug. Weil immer alle Nester. Da ist noch ein Nest, das weiß ich ja. Aha. Das brauche ich. Okay. Wir haben mal noch einen Zaunpfahl. Ja, moin. Der wird ja viel bringen. Die kommen da rausgerannt. Einfach weiterrennen. Geiler Typ. Dass er nicht schwimmen kann, Alter. Das ist ja wirklich krass. Ja, schön. So, diesmal ist keine Axt dabei, doch. Ist das Ding schon wieder im Arsch? Nee. Sagen. Passen das hier nicht wieder? Müssen wir ab und zu auf die Karte gucken, weil das ist ja hier gefährliches Gebiet, ne? Erstmal speichern. Erstmal zum Motorrad. Einfach nur Wahnsinn teilweise, was hier los ist.
St. John, schau mal in Hot Springs vorbei. Tucker, verstanden. St. John, Ende. Jetzt qualmt das Ding auf einmal, oder was? Ist ein Hot Springs vorbei? Da bin ich doch gerade hin. Da komme ich doch gerade her. Tucker, ein Deacon St. John. Hörst du mich? Ich habe mit Arkay gesprochen. Und ein paar anderen. Ich weiß, dass du unser Camp unterstützt. Ich wollte mich nur bedanken. Bin gerade vorbeigefahren. Top. Deacon St. John. Hier ist Tucker. Wie gesagt, ich habe Boozers hübsches Gesicht schon ein paar Tage nicht gesehen. Ist er wirklich okay? Hier ist Deacon. Boozer geht's gut. Ja, ich sag ja, er hatte viel zu tun. Scheiße. Er macht sich ja Besorgungen für dieses Arschloch Mark Copeland. Ich habe das Gefühl, er mag mich nicht. Boozer, meine ich. Wie ich schon sagte, ich bin nicht seine Mama. Deacon, Ende. Das ist wohl ein schlechter Scherz gewesen. Ich habe übrigens in den Patch gelesen, in den Patch Notes, dass diese Zombie-Horden auch extrem spät auftauchen. Wow. Ganz ehrlich, ich würde hier Gottverdammt einen Panzer fahren, wenn es gehen würde. Und kein Motorrad. Wenigstens ein scheiß Auto. Torrad ist jetzt sowas von unvorteilhaft, muss man eigentlich mal sagen. Da muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Ich kann es riechen. Was ist denn das für eine Scheiße? Die gehen einfach nicht durch das Feuer durch. Also die gehen schon durch das Feuer durch, aber es ist ihnen scheißegal, oder was? Holzlatte, nimm die Holzlatte. Was ist sie denn? Nimm sie halt nicht auf. Kann ich die auch einfach ein bisschen modifizieren? Zack. Übrigens der Lieblingsmove von den Zombies, wenn sie einfach mal einem Schlag ausweichen. Total gehirnapportiert sein, aber dem Schlag ausweichen. Ich werf schon extra zwei Mollys an die gottverdammte Tür. Interessiert sie einfach nicht. Laufen durch, aber brennen nicht. Das ist... Wo ist da der Sinn? Der muss frisch hingeworfen sein. Das zählt sonst nicht. Alles klar. Hier könnte ich auftanken, wa? Oder sprengen.
Das Gebiet müsste ja eigentlich jetzt befreit sein, oder? 3 von 3? Ja. Ja, haben sie sich wenigstens noch geschafft zu begraben. Wenn da oben nicht nichts ist, ne? Ich brauch mal einfach alles. Ich brauch einfach mal alles. Geh doch da jetzt einfach runter. Meine Güte. Ach, ich hab nicht mal alles aufgehoben, alles klar. Kann ich noch ein paar Bolzen machen? Wahrscheinlich. Nee, runter, runter, runter. Nee, kann ich nicht. Alles voll. Alles voll. Man auch nicht irgendwie schneller hier runterrutschen kann oder so. Ja, das war nötig. Ganz klar. Sprit, das ist auch nicht mehr so weit her. Immer noch da. Wie viele Jahre es wohl dauern wird, bis alles verschwunden ist. Schönes Flüchtlingslager. Tja, draußen wärt ihr besser dran gewesen. Nero konnte euch vor gar nichts beschützen. Ich habe jetzt zu Ende durchgeladen. Oh. Ja, hat er. Muss man auch mal aufpassen. Weil hier wird wahrscheinlich nur ja, wieder Bauzeug sein. Dann nochmal aufpassen, dass hier. Ein Schläger. Dass hier nicht irgendwo eine Alarmanlage an ist. Ich höre schon wieder Klamauk da oben. Kann ich eigentlich die nicht aufmachen? Warum hält die Machete eigentlich nicht so lange? Das ist ja total. Das ist aus Metall, also ganz ehrlich. Uns mal einen Überblick.
gar nicht mal so clever, muss ich sagen. Zumal ich hier gerade nicht nachladen konnte, weil ich auf so einer scheiß... aus einem scheiß Nahkampf... einer scheiß Nahkampfwaffe saß. Aber hier ist die Bedrohung halt noch richtig real, ne? Hier ist wirklich mal Alarm im Darm durch Zombies und nicht durch irgendwelche anderen Scheiß. Macht dann schon mal ein bisschen mehr Spaß, sag ich mal. Weil in anderen Survival Games ist es halt nie wirklich eine Zombie-Horde oder so. Es ist halt einfach... Meistens sind es die anderen Spieler oder weiß ich was. Hier ist halt wirklich the real shit. Habe ich hier nicht gerade einen Pfeil gesehen? Weil er sogar ganz gut ausgestattet, wieder an Munition. Egel. Brauche ich sogar mal. Gun, guck an. So. Komm ich da lang? Der nicht so offensichtliche Weg. Oh, da würde ich aber auch nicht hochkommen, ne? Also so hoch. Wow. Und eine Beere. Hab ich total übersehen. Die habe ich auch übersehen. Gehen wir doch mal rein. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, er hat mich direkt gesehen.